Okay, jetzt geht's, Jetzt haben jetzt wir kann ich aufhören zum Gehen hier. so lange gepennt und sind nachts aufgewacht, so eine Scheiße. Ah, ich schau mal kurz auf meine Uhr. Wir haben es 2 Uhr nachts, Mann. Aber vielleicht ob sie dieser Flughafen ist bewacht. Keine Ahnung, wir müssen einfach mal nachschauen gehen. Gehen wir jetzt, oder? Wir gehen mal hin. Wenn es nachts die beste Option. Um irgendwo einzudringen. Schauen wir mal, ich hätte gern ein Flugzeug und würde gern losfliegen. Einfach hier wegfliegen. Wäre natürlich fantastisch, aber es klingt zu einfach. Naja, nix einfach. Was Ich ist war denn gerade los? verwirrt, Geht? ich war gerade verwirrt von deinem Dialekt, Tipi. Wieso? Na, den packst du selbst mal aus. Ja, es kommt drauf an. Ich bin gerade wach worden, gell? Also. Ja, verstehe. Ein bisschen warten. Au, oh, das ist ein Stein, der ist mir im Weg. Was machen wir dann beim Zaun, wenn der Stein schon Hindernis für dich darstellt? Naja, dann rein, mach mal ein Loch ran. Wir haben doch bestimmt Werkzeug oder so. Messer? Nee, okay, Messer wird nicht funktionieren. Nicht wirklich, nein. Also ich habe nichts, womit ich einen Zaun aufschneiden könnte. Na gut, ich hab hier 3 Messer anstecken. Falls eines mal verloren geht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich das hab. Aber ich hab's. Naja, ich habe dafür eine Axt. Damit kriegen wir doch ein Loch in den Zahn. Eine Axt habe ich aber auch, ja. Ein Versuch. So. Okay. Bist du hier? Bin hier, aber noch nicht beim Zaun. Du schon beim Zaun? Ja, aber ich überlege gerade, ob ich nicht eventuell vielleicht eine brennende Fackel einfach so einstecke, damit die mich nicht so sehen, falls der wer ist. Da hast du natürlich recht, ja. Okay, der Zahn hat ein Loch schon, sehe ich gerade. Oh, nicht, dass da schon jemand eingebrochen ist und wir gar kein Flugzeug mehr finden. Nee, der hat zu viele Löcher nebeneinander. Ich glaube, das ist einfach nur Verschleiß irgendwie so. Keine Ahnung. Sieht eher aus, als hätte ich einen Kampf stattgefunden. Aber das sieht nach größeren Maschinen aus. Panzer? Was in die Richtung? Was meinst du? Naja, die Löcher machst du nicht mit dem Maschinengewehr da rein. Auch Ja, nicht, wenn du mit wenn. dem PKW dagegen fährst. Mir ist es fast schon zu ruhig. IP. Du gerade, dass wir das erste Mal zusammen irgendwo einbrechen? Aber was ist da hinten? Da hinten geht so ein riesengroßer Roboter spazieren. Siehst du einen Roboter? Ich sehe gar keinen. Da hinten, guck, geht hinten zu diesem Ding, zu diesem Hangar da, Ding. Was für ein Ding-Ding. Ding, einfach schaut geradeaus. Da ist was Großes, aber es bewegt sich, Ja, du hast recht. es ist so ein Roboter, das, was ich schon einmal gesehen Alter, ist habe. das. Läuft davon nur einer rum? Ich sehe Ich nur sehe diesen leider einen. nicht mehr. Es ist ziemlich finster und ich traue mich hier die Fackel nicht rausholen. Nicht, dass der mich sieht jetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn die im Dunkeln besser sehen können als wir? Ja, vielleicht haben wir ein Glück und er sieht genauso kacke wie wir. Lass uns hier am Rand vielleicht mal vorbei sneaken, so gut wie möglich. Ich glaube, ich sehe ja echt ganz wenig. Ah, mein Chip. Ein
Chip löst mir gerade den Gedanken ein, dass die Mächte uns hinter den Büschen wirklich nicht sehen können. Die können nicht durch Büsche sehen. Laut dem Chip im Kopf. Ach Gott, das wäre... Hä? Warum sagst du das? Mein Chip hat mir gar nichts oder so irgendwie was mitgeteilt. Vielleicht ist da ein Defekt, ich weiß es nicht. Ja, oh, der hat ein sehr helles Licht. Ja, aber der guckt doch nicht zu uns, oder? Nein, im Moment noch nicht. Ich meine, wir sollten am ehesten im Hangar schauen, wenn wir ein Flugzeug möchten, ne? Da ist noch so einer, die sind zu zweit. Geht, warte, da ist der Busch. Da ist auch ein Loch im Zaun. Vielleicht können wir durch dieses Loch hier durch und rüber. Ich denke es mir gerade auf, vielleicht sind noch mehr Löcher im Zaun. Bleiben wir einfach in der Nähe vom Zaun. Ich weiß ja nicht, wie das ausschaut. Dürfen wir hier überhaupt rein? Sind die böse? Sind die nur so Wachdrohnen und verjagen uns oder töten die uns gleich? Weil die sind auch irgendwie, glaube ich, schwer bewaffnet, so wie das ausschaut. Das ist, ja. Ich möchte das nicht ausprobieren, Tipi. Wenn du möchtest, kannst du es gerne versuchen. Ja, wir schauen einmal da in so einen Hangar rein. So einen kleinen Hütterl, da ist ein Loch im Zaun, das ist offen und da knurrt was. Hol mal deine Waffe raus, da knurrt was. Hinter uns ist so finster, wo ist er? Oh, bei mir ist einer. Oh, das ist vom Militär. Da sind noch mehr, ich hab mehr. Oh fuck, ich brauch. Oh fuck. Oh, das war jetzt heftig, ich renn rein. Die folgen dir. Okay, ich versuch sie auszutribbeln. Da ist noch so ein Mech. Ich habe eine Idee. Fuck. Ah. Skip, wo bist du? Ich bin hier und verteidige mich gerade, aber ich hab zwei hinter mir und hab keine Ausdauer mehr. Ah, fuck! Skip! Ah, ich schaff's nicht! Wie, du schaffst es nicht? Was schaffst du nicht? Skip, reiß dich zusammen! Ich sterbe hier! Nein! Oh mein Gott! Dieses Ding schießt auf mich! Oh. Oh Gott, dieses Ding schießt auf mich doch immer! Oh fuck, ich muss jetzt die Schrotflinte auspacken, wo das ist. Oh ja, mach doch! Oh fuck, mich hat er auch! Mann, ich kann nicht schießen, ich kann nicht laufen, ich kann gar nichts machen. Er schießt auf mich und ich habe keine Ausdauer mehr. Gut, ich krieg immer nur einen Schuss da rein in die Pistole. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt! Ich. Oh no! Skip. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier mit der Schotte erwische. Oh, fuck, er schießt auf mich. Ah, er hat mich. Wie hat dich? Er hat mich erwischt. Mann, warum treffe ich die nicht? Pass auf, die kommen. Ich probiere hochzuklettern. Oh mein Gott. Weißt du? Oh, verdammt. Wie ist passiert? Okay. Skip, bist du hier? Sind weg. Ich hock hier oben, Mann. Gut. Es geht mir. Oh, mir geht's wieder besser. Also. Ja, okay, es geht eigentlich. Es ist nicht so tragisch, nur ein kleiner Kratzer habe ich. Schmerztabletten wären jetzt geil, aber haben wir leider nicht. Oh, ich habe ganz schön böse was abbekommen. Dann ist der. Nicht da die. Ja. Ich muss mal kurz mein Hemd und so reparieren. Und das ein bisschen nähen. Mal Millimeter panzerbrechende Munition.
So, ich kann leider immer nur eine Kugel in die Waffe tun. Wie geht's dir, Tipi? Ja, es geht eigentlich ganz gut, oder? Das, ich weiß nicht, was da jetzt war. Auf einmal war alles aus. Ich hatte kurz schwarz vor Augen und auf einmal waren die Zombies wie weg. Aber ich weiß nicht, ob wir nochmal da runtergehen sollten. Also ich hatte gerade sowas wie ein Ladebildschirm kurz und dann war ich wieder da. Weiß ich nicht, vielleicht ist mein Chip wirklich defekt, den wir da hinten eintransplantiert haben. Das könnte sein, aber ich finde, wir sollten nicht mehr da runtergehen. So nicht. Willst du nochmal da runtergehen zu den Mechs? Nee, bin ich drin. Ja, aber will ich? Nee, ist nicht. Ja, was machen wir dann, Skip? Wir müssen doch irgendwo. Wir können der Straße wieder folgen. Wir folgen der Straße. Vielleicht kommen wir wieder zu irgendeiner Ortschaft oder so. Oder wir gehen mal zu einem dieser Lager. Ja, wo sind diese Lager? Hinter dem Flughafen sind diese ist ein Lager. Gott. Meinst du, sollen wir da mal hinschauen? Oh, dort mal hin. Oh, dorthin. Vielleicht haben die dann auch mal ein Bett für uns oder sowas. Machen wir schnell ein bisschen Licht, damit es heller ist. Ich könnte eigentlich auch einen herstellen, ne? Lumpen hätte ich ja. Dann mach doch, damit es heller ist. Du hast recht. So. Muss man nur noch mal einfallen, wie man eine Fackel baut. Du nimmst einen Stock, wickelst den Lumpen drüber und zündest ihn an. Ja, so ähnlich habe ich es mir schon gedacht. Tippe, tippe, du. Wow. Ah, sehr gut. Mit zumindest ein bisschen Licht. Und Wärme. Ja. Mir gefällt das gar nicht. Dieses Gebiet, wo wir hier sind, ist auf der Karte rot markiert. Ob das was mit diesem Flughafen zu tun hat? Pipi? Ausgezeichnete Frage. Ich weiß es nicht. Was sagt der Chip? Das sagt er gar nicht. Mich wundert, dass er dir vorhin nichts gesagt hat. Was soll er gesagt haben? Dass die Typen uns im Busch nicht sehen können? Das hat er nicht gesagt. War wie so ein kurzes Stechen im Hirn. Und wie so eine Stimme danach im Kopf. Was hat die gesagt? Skip, versteck dich im Busch, das Ding kann dich nicht sehen. Einfach nur, dass die Mechs nicht durch Büsche sehen können. Trotz ihrer Technologie. Echt? Vor allen Dingen, wir Idioten rennen die ganze Zeit in die falsche Richtung. Du bist ja wohl der Idiot. Wir können hier nicht auf der Straße langlaufen. Wir müssen auch so rumlaufen. Dann diese Riesenroboter, die gehen auch auf der Straße hier herum, habe ich gesehen. Ich gehe doch nicht auf der Straße rum. Gerade beweisen, dass du so Gas. Fitter bist wie ich. Adrenalin gerade eben.
Ja, ich merke, du bist jetzt wach, hm? Ich meine, du darfst nicht vergessen, dass ich immer noch verletzt bin, ne? Also, ist ja klar, dass es du ein bisschen besser schaffst hier, ne? Aber natürlich will ich deine Leistung nicht schmälern. Du das, dass du gerade eben vor dem Sprint warst, kannst du dich super gut mit mir unterhalten. Am besten du hältst mal die Klappe. Und los. Na, warte. Ah, Tibi. Ah, verdammt. Wieso der die Straße führt uns hier durch? Da laufen diese Dinger herum. Gib mir kurz eine Minute. Okay, dann. Ah, puh, schon lange nicht mehr so gerannt. Lass uns alles rumgehen. Oder wir rennen einfach schnell durch. Nein, schau mal, er kommt schon von links. Vor allen Dingen nur, weil wir an dem vorbei sind, heißt das nicht, dass dann vorne nochmal zwei warten. Ja eben, das heißt es ja nicht, dass da vorne zwei warten. Oh mein Gott! Oh, oh fuck! Wo ist jetzt eine coole Busch-Idee? Ich hänge hier fest. Oh, verdammt, du musst zickzack laufen, es gibt. Hat er dich erwischt? Nein, ich stehe hinter Baum. Ja. Ich glaube, von hier aus trifft er uns nicht. Alter. Er schaut immer noch in unsere Richtung. Darf einfach weiter. Stehen bleiben ist jetzt das Schlechteste, was man tun kann, denke ich. Ach, hier dürfte uns nicht mehr erwischen. Außer wir kommen, glaube ich, aus dem Wald raus. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade mehr Glück als Verstand. Wollt ihr auch nicht in die Richtung laufen? Die Lichtung? In die Richtung, Schei. Schei. Hat dich erwischt? Nee, alles gut. Okay, ich dachte, du verarztest dich. Oh, es scheint, als würde die Sonne wieder aufgehen. Kannst du noch? Oh, Alter, warum bist du so fit? Okay, ich gebe auf. Ah, du bist echt gut fit, TP. Stimmt. Mir geht's ausgezeichnet. Das liegt daran, dass ich nicht rede beim Laufen und richtig atme.
Ah, und ich hätte vielleicht die Zigarre nicht durchpuffen sollen. Oh, warte mal ganz kurz, was ist denn hier? Ich sehe hier einen Hochstand. Möglicherweise finde ich hier was Gutes. Vorsicht, du bist wieder nah am Zaun. Ja, alles gut, aber hier rennt nichts. Ich versuch's kurz, ich möchte kurz. Ach, meine Fackel ist aus. Es ist egal, Sonne lacht bald. Wird schon wieder heller. Ach, die Fackel jetzt nicht mehr. Ich will nur kurz gucken. Mit Munition oder Magazin für meine Pistole brauchen. Na gut, wir haben es halb vier. Wie dann hier einen Hut. Ja, wieso nicht? Das war's. Hier oben habe ich nur einen Hut gefunden. Ja, wie du schon sagtest, besser als nichts. Lass mich kurz gucken. Es ist doch hier noch so Riesenroboter herum. Ich sehe gerade keinen. Aber es Aber macht ja auch keinen Sinn. Hier sehe ich hier ist gar kein nichts. Hangar. Ja, Man kann eben. sagen, hier ist kein Hangar, du würdest eh vorrennen müssen. Macht keinen Dann Sinn. kommst du wieder zu diesen Robotern. Also es. Hab doch eh gesagt, das macht keinen Sinn. Wieso kannst du es nicht einfach dabei belassen, dass ich das eh gesagt habe? Ist doch unglaublich. Es gibt ja dieses Jahr, weiß ja auch nicht, was ich da sagen Ist gut, Hippie? soll. Ja, aber ich hasse es. Du wirkst so gestresst. Bin überhaupt nicht gestresst. Ich sag, du wirkst nur so. Sagte doch, ich bin's nicht. Ja, ich glaub's dir. Okay. So. Jetzt der Straße folgen, oder? Hier nach links nehme ich an. Nee, eigentlich könnten wir einfach weiter geradeaus und sind wir gleich dort, wo wir hinwollen. Einfach durch den Wald. Ich habe keinen Platz für die Fackel. Naja, ich kann immer wieder eine machen. Das muss immer hier liegen. Ich habe hier einen Pilz. Ich habe Pilze einstecken. Ich traue mich nur nicht, sie zu essen. Oh, ich sehe gerade, meine Jacke ist ziemlich bedient. Ich habe sogar ein Nähset. Ich könnte das reparieren. Gut, ich bräuchte diesen Pilz eigentlich sowieso nicht. Ich habe hier noch Käse und. Ich den Pilz auch gerade noch. Ich dachte also. Käse habe ich auch noch, ja. Lass uns weitergehen. Wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Na, kleines Stück ist es schon noch. Wir müssen es jetzt gleich sehen. Hier ist ein Leuch. Ist das ein Leuchtturm? Nee, das ist. Was ist das? Ein Das Schornstein ist ein ist das. Schornstein, ja. Ist das da, wo wir hinwollen? Ja. Das ist das, ja. Hey. Moment mal, was könnte das sein? Eine Fabrik? Vielleicht haben sie sich da niedergelassen, wer weiß. Wirklich. Vielleicht können sie bestimmte Sachen herstellen. Haben genug Ressourcen dort. Vielleicht auch einen guten Schutz. Irgendwie mag ich den Hut nicht. Vielleicht möchtest du ihn haben, wenn er nervt irgendwie. Ich weiß nicht. Nein, aber ich glaube, ich ziehe meine Mütze auch mal aus. Du konntest doch im Knast immer gut mit Leuten, ne? Also. Vor allem, du hattest ja eine Bar, klar konntest du immer gut mit Leuten. So. Ich war kein Barkeeper, ich weiß nicht. Dürfte ich das noch erzählen soll? Ich war Besitzer, ich war nur im Büro hinten und habe die Buchhaltung gemacht und so. Oh, da vorne steht ein Auto. Es ist weg. Ich habe es doch gerade noch gesehen. Da ist es. Da steht einfach so mal ein Auto. Hatten wir schon mal und das war zugesperrt. Aber vielleicht ist das offen. Ich gehe mal kurz gucken. Ist nicht weit weg. Ich bin schnell. Naja, nicht weit ist natürlich Ich bin gleich dran. Ansichtssache. Ich bin doch ziemlich schnell, Skip. Und ich bin gleich dran, Skip.
Ah, lauf dir mal hinterher, da fehlt eine würde ich dich Tür. Vielleicht nicht hören. Naja, das ist ja egal, wenn die Tür fehlt. Das heißt, wir können hier ran. So, ich kann hier ran. Nicht auf den Vordersitz. Oh, es fehlt der Vordersitz. Ah, okay. Interessant. Aber das Auto ist trotzdem zu. Ja. Ich kann leider nichts damit tun. Shit. Na gut, dann lass uns einmal hier rein. Jetzt dann mal schauen, was da ist. Ob der wer ist. Spannend. Ich hoffe es. Die Frage ist, ob Freund oder Feind, ne? Also vom Weiten wirkt es eher unbewohnt. Aber ich glaube, ich irre mich da. Zumindest Wachtüre. Sieht auch nicht so aus, als ob wir beim Eingang wären, ne? Nee, wir müssen. Ist ja egal, wir müssen einfach da drüben. Ich glaube, hier drüben, da fehlt da vorne ist was. Ja, aber hier doch auch. Hier ist doch eine Straße ran. Achso. Eingangsan. Wow. Hier gibt's Mais. Cool. Oh, hier ist wieder so eine Holzhütte. Eine Holzhütte? Ja, so eine große Holzhütte, was wir schon einmal gesehen haben, mehrere Male schon. So. Ach, da rennt wieder so ein Riesenroboter herum. Das ist vielleicht doch nicht das, was wir dachten. Richtig. Verdammt, wir sind ja falsch. Oder willst du es riskieren? Schauen wir mal kurz, derweil war es nur einer. Vielleicht finden wir ein, zwei gute Sachen. Wir haben mit einem Magazin für meine Waffe schon zufrieden. Ein bisschen Munition. In das Haus müssen wir doch reinkommen zumindest. Oh ja, Achtung, da ist er. Bin drin. Auch. Hier ist nichts drin. Ist gar nichts drin. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Marmelade. Gar nichts. Ach, was zum Trinken. Stift. Stift anfangen. Tabletten wären super. Die Roboter machen mich nervös, Mann. Ich habe hier eine Trainingsjacke. Ah, die Roboter stören mich nicht. Ich fühle mich hier eigentlich ziemlich sicher gerade. Na, Zigaretten. Genau das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Wieder alles leer. Hier ist gar nichts, ne? Nein. Schieder. Hier ist einfach nichts. Und wieder nichts, nur. Haarklammern werden hier. Feuerzeug hätte ich hier. Hab ich. Nochmal ein Messer. Ich hätte hier einen Rucksack. Aber kann davon nichts mitnehmen. Was? Roboter. Er hat mich gesehen!
Ich glaube, er hat jetzt mich gesehen. Hat der Roboter gerade Tony Montana sind hier? Keine Ahnung, da habe ich überhaupt nicht darauf jetzt konzentriert. Ich meine, natürlich zählt hier. Wir müssen hier raus. Geh nochmal raus. Unten. Aber wir sind schon. Ah, noch, die sind noch nicht ganz unten. Okay. Ich renne rüber. Das hat hier keine Fenster. Shit. Äußerst schlechte super. Idee. Ich bin hier auch rübergerannt und ich stehe jetzt im Scheißhaus und. Bin in einer Garage. Willst du noch weiter hier reingehen? Ja, klar. Denk, diese Roboter, die haben es nicht wirklich drauf. Ich höre. Hörst du dasselbe, was ich höre? Ja, habe ich gehört. Oh, ich habe ein Magazin. M9 Magazin. Ist das das, was ich brauche? Ich weiß nicht. Ich habe eine HS9. Aber da ist eine 9 dabei. Ich kenne mich mit Waffen nicht so gut aus. Hier in der Nähe ist ein Roboter. Er stapft direkt vor meiner Tür vorbei. Etwas Schießpulver. Ich kenne mich zwar nicht damit aus, aber ich nehme es mit. Oh cool, ich habe ein Fernglas und einen Helm. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so laut schreie. Ja, ich weiß nicht, das passt schon. Ist gut, ja, ja, ist klar. Ist klar. Lass mich nur mal kurz gucken. Das kann doch funktionieren, oder? Das funktioniert. Nee, das kann nicht funktionieren. Shit. Die 1911, oder? Da passt ja auch keine neuen Magazin rein, oder? Nee, verdammt. Ja, schon klar, dass wir hier wieder rauskommen müssen auch. Ja, ja, kein Problem, ich habe jetzt einen Helm. Gut, siehst du, der Weg ist frei. Hast du das komische Lachen schon wieder? Mhm, ich habe Geld gefunden. Oh, ein Schoko. Ich glaube, der Roboter hat uns gefunden. Da ist noch einer. Oh, dieser Lache. Ich werde dich. Oh, da könnte was Gutes drin sein. Was ich, der kann uns von hier noch sehen, der Mac, ne? Der Lache ist ja auch irgendwo, glaube ich. Oh, Desert Eagle Magazin. Und er hat mich nicht gesehen. Ich finde nur Nägel. Ja, gar nicht. War das? Explosion. Aber was für eine? Ich weiß es leider nicht. Hier ist einfach nichts mehr. Ein Grill habe ich hier. Der bringt uns gerade nicht viel. Richtig. Hier ist das Lachen. Ich höre es auch piepsen. Ich nicht. Wo bist du hin? Hier ganz vorne. Aber nicht hinten rum rausgehen. Ich will nur kurz gucken. Ich brauche unbedingt verkacktes Magazin für meine Knarre. Ich höre das Piepsen jetzt auch. Kann doch nicht sein, dass ich hier kein Magazin finde. Also hier ist nirgends mehr eins. Hier war ich schon überall.
Schade. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, von da oben geht's ins Nebengebäude. Das Lachen hat aufgehört. Sag mal hier. Oh! Da hat er mich wohl gesehen. Lass uns lieber hier. Oh verdammt, jetzt hat er mich auch gesehen. Aber er schießt nicht. Oh doch. Ja, ich bin hier oben. Die Pier hier hinten geht's über eine Baustelle hoch oder runter. Vielleicht können wir hier fliehen. Warte kurz. Oh, ich habe einen Schalldämpfer und ich habe so viel gutes Zeug. Okay, gut, das ist gutes Zeug ist wieder. Ja, damit gerade nichts anfangen, aber. Was ist hier drin? Hast du was? Nein, hier ist nichts. Magazin. Ich bräuchte Magazin und 9mm Munition, dann fühle ich mich etwas sicherer. Leider ist hier nichts. Gut, schauen wir, dass wir hier wieder wegkommen, oder? Ja. Erwischt er dich? Gibi? Ich mach das nur so zum Spaß. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Skip. Ich werde sterben. Nein, 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 Alter, du stirbst nicht. Doch, doch. Du stirbst nicht. Nein, 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 nein. Alter, das lasse ich nicht zu. Komm schon. Shit. Skip. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, wir kriegen das hin. Wir kriegen dich wieder hin, Alter. Ich muss hier mal bitte kurz was machen. Warte. Mittags, es geht nicht anders. Ja, ich verarzte dich weiter mit das. Oh Gott, Skip. Okay, cool. Komm, wir kriegen dich hin. Und das ist gut. Ich hab Schmerzen. Wir haben leider keine Schmerzmittel, du musst da jetzt durch. Oh Gott, ich muss da auch noch irgendwas zum hast du genug? Es liegt hier, mein Zahn ist alles verschmutzt und so. Na, okay, das geht noch. Oh no, oh mein Dank, der Alter. Wirklich, Alter. Es geht, ich hab alles. Oh, jetzt habe ich dein T-Shirt angeschaut. Oh gut, du machst trotzdem Lumpen draus, okay, cool. Ich hab's gerade an, so. Was top denn die Lumpen draus? Brauchst du noch? Oh, nee, ich hab's noch hinbekommen, aber es tut halt höllisch weh grad. Ich weiß, ich hab das vorhin auch, Mann. Machst das aber gut, du machst das gut, Mann. Okay. Okay, wir müssen versuchen, wir zwei, dass wir hier rauskommen. Machst du? Ich droppe ein paar Sachen. Okay. Ich brauch nicht 17 Messer. Okay, Kumpel, wir schauen, dass wir jetzt hier zusammen rauskommen. Okay. Gut, ich will hier nicht so langsam geduckt gehen. Hast du hier schon hineingeguckt? Nein. Och, taktischer Pistolenholster. Na, sehr gut, das schönes passt doch für dich. Was haben wir hier? Ich könnte echt ein Magazin brauchen, endlich. Das ist alles, was ich will und Schmerztabletten nehme. Oh, geil. Jetzt sollen die ruhig kommen, ich habe eine Kettensäge. Okay, hast du auch Platz dafür? Ich weiß nicht, wie ich dafür Platz haben soll. Oh fuck, er sieht uns von hier. Ich kann ja gar nichts sehen. Ich lasse die Kettensäge hier, es macht doch keinen Sinn. Willst du vielleicht mein Pistolenholster haben, den ich hier liegen lassen habe? So, hast du schon eins? Ja, klar. Ich hab jetzt das Bessere ist es eigentlich. Okay, danke dir. Doch kurz hoch. Hoch? Ja, hoch. Es geht noch weiter hoch. Ach, da hoch. Aber warum? Ich dachte, wir wollten hier weg. Ja, aber ich habe mir gedacht, oben, da sieht er mich nicht. Ja. Oh, Wasser. Oh mein Gott.
Ah, mein Skip, es gibt hier echt nichts für uns zu holen. Doch, ich habe eine stichsichere Weste gefunden, Mann. Cool, hast du Schraubendreher oder so? Ich schau gerade. Nein, Schraubendreher fehlt, scheiße. A-Klammern hätte ich. Ja, die habe ich auch, aber damit kann ich nichts alleine anfangen. Scheiße. Alles leer. Gut, dann kommen wir jetzt weg. Einfach nach unten. Okay, ich laufe einfach nach unten. Aber aufpassen, dass er uns nicht sieht, genau. Aber er schaut zu dir. Was macht der? Er lädt. Was war das? Er lädt was auf, aber ich keine Ahnung. Oh, wow. Oh, hier ist noch einer. Es gibt Lauf doch. Oh, no, da ist noch einer. Oh, fuck. Fuck. TP, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich muss hier nur durch. Ich glaube, ich komme hier raus. Okay, ich könnte hier. Ich gehe hier kurz rein. Oh mein Gott, er schießt durch die Wand. Kann das sein? Das kann doch nicht sein. Mich heraus. Wow. Okay, ich. Oh, no, ich bin raus. Ich glaube nicht. Oh mein Gott, er schießt auf mich. Gib! Oh. Ich komme in meine Richtung. Oh. Ich blute. Ich habe mich leicht verletzt. Ah, ich bin im Wald. Ich bin raus. Ich bin raus. Ach, scheiße. In welche Richtung? Oh, hinten bist du? Ich komme, Mann. Alles gut, es tut ein bisschen weh, es geht. Uff. Ah, ich bin jetzt gerade über die Mauer gesprungen. Komm, Herr Mann. Wahnsinnig, wie ich bin. Uff, ah, mein Fuß, ich muss mich da kurz hinsetzen, das geht so nicht. Oh, mein Fuß. Ah. Das war heute vielleicht nicht die beste Idee von uns. Oh. Uff, es tut ein bisschen weh, aber es geht. Gott, es geht. Ja. Ja, vielleicht sollten wir allgemein jetzt erstmal Pause machen, was meinst du? Ja. Ja, ich weine gleich, oder? Das war voll schlimm. Dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause, bis du wieder fit bist. Okay, ist gut. Mach die Augen zu. Gute Nacht. Ja, ja, ich ruhe mich kurz aus. Erhol dich gut, TP. Okay, passt.